Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Part, weiß ich nicht, 36 oder so. Im letzten Part haben wir hier unsere drei Schwertertrupp aufgestellt und sehr viel über die Story erfahren. Es ist eine sehr schöne Story. Naja, genau, diese Typen hier gehen uns ein bisschen auf die Nerven. Deswegen greifen wir sie einfach mal an. Jo, das war schon mal nicht sehr gut. Was soll's? Dafür besiegen wir hier diesen Kavalier. Das ist das richtige Wort, Kavalier. Ich habe eben die Aufnahme gestartet. Im Augenblick ist bei mir hier die halbe Wand runtergekommen. Also die Klamotten hier an der Wand hin. Natürlich. Nicht die Wand selber. Und ich muss hier jetzt eine Hinne machen, weil das hier ist ein Spezialvideo. Das Heust. Hier gibt es ein... Also hier gibt es ein Bonus-Chapter, wenn ich schnell genug bin. Und wir wollen doch alle schnell genug sein. Oder nicht? So, dann stellen wir uns alle noch ein paar Schwertkämpfer oben hin. Na komm. Die kommen alle nach oben, weil von oben kommen Piraten aus dem Meer. Ich weiß nicht warum, aber sie kommen einfach. Da ist ein Kavalier mit einem Eisenschwert. Und wir haben nur eine Stahlaxt, mit der wir nicht treffen. Das ist natürlich nicht schön. Das ist auch nicht schön, dass er uns nur Damage macht. Doch, das ist schön. Ach, du hast einen Langbogen, ne? Ja, Dart muss erstmal groß kassieren. Dann hätten wir das auch mal so langsam erledigt. Da! Ich habe sie gefunden! Diese Männer gehören zu den Black Fang! Seht doch, eure Opfer waren nicht umsonst. Wir werden unsere Pflicht erfüllen, selbst wenn ich es alleine tun muss. Ich bin ein wahrer Ritter Ilias. Hui! Das ist dämlich. Was machst du da für eine Scheiße? Hey! Was machst du da? Du Depp! Schwester? Nein, das war die falsche Stimme. Hä? Ich hab dich gesprochen. Ich war ganz hoch. Aber nicht... Schwester? Keine Ahnung, Schwester, Fiora, Florina, warum bist du hier? Ich bin mit Lady Lindis gekommen, was machst du hier? Ich habe die Insel des Grauens für jemanden untersucht. Ganz allein? Nein, es gab noch andere, eine gesamte Einheit von Pegasus-Rittern. Wir wurden angegriffen. Willst du damit etwas sagen? Ich habe unsere Situation falsch eingeschätzt. Alle meine Ritter sind tot, nur wegen mir, ich habe versagt. Das ist nicht wahr. Du bist eine herausragende Pegasus-Ritter. Ich selbst habe den Pfad eingeschlagen, weil ich dich so sehr bewundere. Bitte quäle dich nicht selbst. Florina, bitte weine nicht. Es tut mir leid. Nein, es ist meine Schuld. Der Schmerz, die ganze Überlebenden zu... Die einzige Überlebende zu sein, erhielt mich gefangen. Vielen Dank, Florina, jetzt sehe ich wieder klar. Ja, und jetzt hör auf, dich selbst umzubringen, ja? Bitte. Bitte, hör damit auf. Es gibt so viel, worum es sich zum Leben lohnt. Jetzt nehmen wir erstmal dein Heilmittel. Stütze dich deinen nächstbesten Bogenschützen hier. Also, was ist das für eine Manier? Da oben ist unser Piratchen. Können wir den töten? Ja, wir können ihn besiegen. Zack und. Crit. Ja, so ist das. So läuft das hier in Chicago ab. Wie machen wir das denn am bösten? Ja, du bist auf jeden Fall schon mal weg. Zack und noch einmal. Oh, Crit. So, jetzt läuft er immer unser Dart runter. 18. 14. Den könnte ich besiegen, dann macht er mir 13 Damage, dann habe ich nur noch 9 und du machst mir 6. Das heißt, ich würde das überleben.
Aber wir wollen ja auch nicht allzu viel riskieren, ne? So, Raven nach hier oben. Da oben steht bestimmt schon der nächste fiese Typ bereit. Nee, da könnte er mich angreifen. Jetzt sollte ich mich echt hier so hinstellen, den angreifen. Aber dann könnte ich 12 und dann macht der. Nee, das ist hoch. Also einmal überleben wir auf jeden Fall. Und das sollten wir dann auch nutzen. Ach, von wo wollen die nochmal kommen? Von da? Nö, nee, egal, ist jetzt auch kaputt. So, nee, ich zerrüste auf das gleich. Ja. Genie! Ich greife natürlich hier Mr. Karnas an. Mit der Eisenlanze besiegen wir die schon mal. Damit das klar ist. Kommt sie nicht ungeschoren davon. Und dann bist du auch noch erledigt. Zack und weg mit dir. Was hältst du dich eigentlich? Das war's dann auch schon. Ne, die Fackeln kommen weg. So, mal schauen, was sie jetzt machen. Da ist der erste Pirat. Keine Chance. Oh, Crit. Zack. Nice. Null Damage. Auch nice. So, und jetzt kommt wahrscheinlich auch noch hier unser... Genau. Aber da ist ja unser Wolfbeil perfekt für. Musst du treffen? Ja, wir treffen. Genau 24 Damage. Genau so viel haben wir gebraucht. Und genau jetzt hat er ein Level up. Und wieder wird die Stärke erhöht. Das ist ein 1000, das er hier. Mit seinem Damage, die er einem macht. Und der nächste Kavalier geht down. Durch Saints Schwert. Da kommen noch mehr Kavaliere und... Jojo, dich kennen wir ja inzwischen. Zack. Und du machst mir auch keinen Schaden. Ja, vorbei. Noch irgendwas? Ja, da kommen wieder die neuen... Die neuen Gegner. Perfekt, Rebecca. Das ist ein schönes Training, so ein paar Piraten auf dem Meer zu töten. Ja. So, ich würde sagen, ich heilen wir erstmal. Herr Dark. Bevor du dich dann da unten ins Getümmel stürzt. Hoppala, was mit dem einen passiert? Wo ist der denn hin? Ah, der will wahrscheinlich hier Hector jetzt auf die Pelle rücken. Das wissen wir aber zu verhindern, indem wir uns einfach einen Ball stellen. Jo, das war jetzt nicht sonderlich schlau. Aber, keine Sorge. Wir haben ja noch Plan B. Den Karnas. Der vernichtet ja auch, sehr sicher. So, du kriegst jetzt erstmal hier eine rein. Wurfbeil oder Stahllanze oder Emulator fährt sich im Hintergrund. Stahllanze, komm. Zack. Ab mit dir hier. So, das machst du aber nicht normal, ja? Das will ich nicht normal sehen. Wurfbeil. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Batra könnte. Wie viel Verteidigung hat er? Hat er gut Verteidigung? 7. Wie viel hast du? 6. Ja, der hält das alles aus. Obwohl, warte, wie viel Resistenz? Oh, 1. Oh, 2. Gut, du hältst das aus. Wurfbeil in der Hand gedrückt und passt. So, Fiora und Florina. Was machen wir mit euch? Am besten Stellung halten. Hier sind so viele, Bogenschützen, da kann man nicht so viel mit euch anfangen.
Stahllanzer, Speer. Stahllanze, ja, das ist auch nicht. Ja, komm, mach einfach mal die Stahllanze. Oh, und komm, du rüsten die Stahllanze aus, trifft der Gegner uns auch mal. Aber wir erreichen ein Level ab. Und Level 17, gut. Wieder Stärke. Ach, ich liebe Level-Ups mit Stärke irgendwie. Ich hasse Level-Ups ohne Stärke. Ja, komm. Dann tu das mal. Tu mal so, wie der macht. Das bringt nichts und... Könnte ich theoretisch machen, wenn ich sterben möchte. Denn von hier oder von überall könnte so ein Typ herkommen. Wie kommst du eigentlich? Du hast Florina im Visier. Der kann bis hierhin. Deswegen kann er sie angreifen. Eiskalt kannst du jetzt nicht mehr, ne? Ach, ich der hätte mich hier hinstellen müssen. Na gut, gut, gut. Dann halt so, so. Hoffentlich bist du glücklich. So, 6 Damage. Was ist das für ein lila Boden, auf dem wir stehen? Achso, du greifst mir Linus an. Ja, wenn es weiter nichts ist. So, daneben und Tschüssikowski. Raven. Und jetzt hier 13 Damage. Oh, er hat Nosferatu. Muss man aufpassen. Mit Nosferatu. Wieder mal neue Opfer. Lapier, nee. Da reicht das Stahlschwert aus. Und mit Eddie Wood hatte ich dann sogar trainiert in der Arena. Meine ich. Ja, genau, hatte ich. Level 13 habe ich gebracht. Auch ein nettes Level Up. So. Wurfbeil. Ja, komm. Mit etwas Glück trifft er mich nicht. Ich meine, das sind 42%. Die kann der auch mal, ja, der kann die auch mal missen. Und dann ist er nämlich weg. Oh, jetzt haben wir hier die Überhand. Jetzt kommt da von da unten so ein Hector noch rangerannt. So, das kriegt erstmal gleich Kanas. Jetzt kommt von da unten so ein Hector und schlägt noch mit seiner Axt drauf. Oh, aber auch diesen Blackfang, Typi da umzuhauen. Langbogen, okay. Nett. Dart wird mal wieder geheilt. Tja, ich meine, wer so viel kassiert, der muss halt geheilt werden. Aber dafür ist Dart auch scheiße stark. Ich meine, Level 8 und 12 Angriff. Der Typ da hat 10 Angriff und ist auf Level 7. Und du hast auf Level 12, 13 Angriff. Und vertraut mir, der wird am Ende wird der richtig gut. Also der hält, was er verspricht, auch wenn er nichts verspricht. Ach ja, wieder mal geschenkte Erfahrungspunkte für Rebecca. Rebecca. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. In den Nebel. Wieder einmal der Pirat, der nicht trifft und besiegt wird. Ja, das ist ein Déjà-vu. Oh, da unten kam wieder einer. Aus dem Nichts hat er sich angeschlichen. Und glaubt, er könnte Sane erlegen. Erledigen. So. Oh, der nächste. Ja, das ist natürlich doof, wenn die alle nur Eisenschwerter haben. Wobei auch Lanzen ihnen nichts bringen würden.
wieder zu. Runter mit dir und runter mit dir und tausch Nosferatu. Ja, hier oben sind die Sachen jetzt weg. Da steht ein Magier. Gut. Hoffen wir mal, dass es für die richtigen Gegner entscheidet. Oh, noch ein Myrmidone. Mit keiner Chance, aber davon sehr viel. Und er greift Zähne. Gut. Den einen Damage. Er tut zwar weh, aber ach komm, das können wir auch noch aushalten. Und wer kommt denn da? Ein Black Fang. Er macht uns 6 Damage, was ja viel ist es jetzt ja nicht. Aber ich meine, ja komm, besser als nichts. Und wir treffen dich. Ja, das wird jetzt wird's peinlich. Und weil es gerade so peinlich ist, beende ich den Part und mach beim nächsten Mal weiter. Das ist nämlich sehr schlau. Denn es könnte auch sein, dass ich beim nächsten Mal nicht weitermache, sondern einfach nur euch 15 Minuten lang dieses Bild hier zeige. Bis zum nächsten Mal.